So, Kriegsbolzen gehen an sie. Ja, genau, ich sollte die Teile mitnehmen, die ich für die. Und Jagdbolzen geht auch an sie übrigens. So. Die Teile mitnehmen, die ich für den Spieß brauche. Und vielleicht noch für jeweils ein Stack von den Pfeilen. Also 20 Holzleim, 10 Bolzen und 20 Gänsefedern, ja. Das geht zu schnell. Und die brauchen nur 10 Pfeilspitzen. 10 Pfeilspitzen. Bolzenspitzen. Von den anderen Dingern brauche ich jeweils 20. Ah, das kann man zuvor grimmen. Der Rest muss aufgeräumt werden. Hi Katze. Ja. So, das heißt, die beiden Stacks und das Ulmholz können erstmal weg. Gänsefedern und Holzleim. Da brauche ich noch 4 extra. Und hier brauche ich 14. So, pack das mal alles auf die zweite Seite. So, die Sachen kann ich wegpacken eigentlich. Außer, was brauche ich zum für den Speer? Ein Zwerg, ein Wolf. Steineiche und den da. Oh, du stehst immer noch da hinten. Ach, das ist gut, dass du da hinten stehst. Ja, die Steineiche und den Zahn haben wir. Ein Gegengewicht und ein Blattgold und zwei Kohle. Sofort. Kohle haben wir hier. Ich habe Gegengewichte hier drin, oder? Ich habe keine Gegengewichte hier drin. Ich habe Knaufe hier drin und Parierstangen. Habe ich das Rezept für ein Gegengewicht? Nein, das heißt, ich muss wahrscheinlich ein Gegengewicht auch noch kaufen, okay. Ein Blattgold. Also zwei Kohle. Ein Blattgold. Das kann wieder weg. Lederbänder waren es. Vier Lederbänder, okay. Ich versuche mein Bestes. Lederbänder. Ja, so. Mein Ehre. Ja. So, du hast jetzt noch das zu. Oh ja, die Federn und der Holzleim, die können ja wieder hier rein. Federn, Holzleim. Die Metallteile hätte ich gern hier drin und das Salbenfett drüben bei der. Beim Alchemiezeug.
Wobei mir da gerade was einfällt. Folgt mir. Gladys, komm du mal her. Also ja, sie muss noch auf jeden Fall die beiden Sachen wegpacken, aber... Brandsalbe. Kohle. Und Conny schießt. Dann schnappt ihr mal Kohle. Und einen Steak Conny schießt. Zutaten des Kobolds. Conny schießt. Okay. Und... Menge 5, okay. Das heißt, wir brauchen vielleicht 4. So, 20 Brandsalbe. Erstmal bei dir gelagert. Du hast die Materialien. Du hast... Das kann jetzt mal wieder nach da vorne. Du hast die Materialien für noch mehr Pfeile und Bolzen. Und du kannst jetzt die Sachen zurücklegen. Seinem fetten Pony Sheens. Die Kohle. Da geht's nach Morolosch zurück. Und dann können wir dort hoffentlich bei Materialhändler Eiben, Holz und also 20 Eibenholz und 2 Zwergenstahl und ein Gegengewicht kaufen. Alles klar. So. Die Vorbereitungszeit jetzt hat jetzt viel Zeit in Anspruch genommen. Oh, und ich habe vergessen, die Armbrust wegzupacken. Naja, egal. Dun-di-dun-di-dun. So. Das heißt, wir suchen jetzt den Materialhändler auf. Und ja, ich weiß, ich lasse mir jetzt sehr viel Zeit mit den Vorbereitungen. Das aus gutem Grund. Okay, du warst der... Genau, du verkaufst Eibenholz. Du verkaufst noch mehr Steineiche. Verkaufst allerdings keine Gegengewichte und so. So, Eibenholz hätte ich gerne 20 Stück. Damit können wir die Pfeile craften. Schon mal. Das heißt, der Schmied... Ankommen. Zwergenstahl können wir beim Kauf. Ich sehe nur keine Gegengewichte. Hey. Das ist doof. Ich habe vergessen zu... Ich habe es schon wieder vergessen. Speer braucht 2 Zwergenstahl. Angrauscht. Zwei bitte nur. Ich versuche mein Bestes. Waffenhändler vielleicht? Da ist ein normaler Eisenwalder, aber keine Gegengewichte. Du hattest
nur Materialien, keine Gegengewichte. Ja, da bleibt nur noch Händler Moplosch. Vielleicht hat der Gegengewichte. Eine Klinge. Du zeigst uns nur, wie man kämpft. So. Nein, du hast nur Rüstungen. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt müssen wir doch nochmal raus aus dem aus diesem Gebiet. Nochmal zurück nach Talon und da beim bei den Händlern gucken, ob die entweder das Rezept für Gegengewichte haben oder ob sie Gegengewichte haben. Weil es gibt ja in Talon einen Gemischtwarenhändler auf jeden Fall. Mann, dass uns jetzt ein so rudimentäres Teil fehlt. Wenn ich muss ich jetzt wirklich nachgucken, wo man Gegengewichte herkriegt. So, das heißt, auf den Hauptmarkt diesmal, nicht zu Mutter Süßen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall einen Materialhändler. Jede Menge Städter. Kräuterfrau. Magister. Hier sie, genau. Gut. Sie hat aber auch kein Gegengewicht. Du wirst wahrscheinlich auch keins haben. Nee. Auch nicht. Okay, jetzt habt ihr gleich mal kurz Standbild. Wo kriegt man das Ding? Okay, wo ich das kriege, steht nirgends. So, bei welchen Schmieden? Avestreu, das bringt mir nichts. Grafenstadt oder Fuhrmannsheim? Was brauchen wir fürs Gegengewicht? Stahl, Kohle und Leder. Okay, das ist eher einfach. Also Grafenstadt, dann in unser Anwesen, das Ding schmieden. Das ist echt eine Schnitzeljagd.
Naja, ich möchte wirklich gut gerüstet sein.